world. A world. So charmant kann nur John Cena seine Kollegen zum Schweigen bringen. Er ist Mr. Nice Guy, nicht nur bei seinen Fans. Kurzer Rückblick zu Vin Diesels Megapremiere in Rom. Wir fragen, was macht ihn zu einem so verdammt netten Typen? Es ist unglaublich, wie nett dieser Typ ist. Er ist so nett, so krass nett. Ehrlich, folgt ihm auf Twitter. Er hat all diese tollen Lebensweisheiten. Er ist einfach so inspirierend. Inspirierende Lebensweisheiten gibt er auch in seinen Filmen zum Besten. Und wie läuft's in der Schule? Ach, da ist so ein Junge, der heißt Chase. Ständig versucht er, mich zu küssen. Er versucht, dich zu küssen? Du bist 9. Ich bin 8, Daddy. Das macht es noch schlimmer. Versucht er, dich nochmal zu küssen, schlägst du ihm in die Kehle. Du haust ihm auf den Adamsapfel. Jeder Junge hat einen. So wie ein Penis? Ja. Ja, so in... Hau ihm hier hin, dann kriegt er nämlich für kurze Zeit keine Luft mehr. Als würde ich seinen Penis schlagen? Ja. Sein neuer Film Freelancer ist genau das, wofür wir John Cena kennen und lieben. Action und Humor. Aber was ist das Erfolgsrezept des ehemaligen Bodybuilders? Ja, er war Bodybuilder. Dieser Körper kommt nicht vom Rumsitzen. Oh mein Gott. Hey, der ist gar nicht petit. Mit gleich 3 großen Filmen ist er am Start. Nächstes Jahr als Geheimagent in Argyle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und aktuell im Heimkino mit The Fast and the Furious 10. Ready? Ready. Doch als wir fragen, was macht ihn zu Mr. Nice Guy, passiert das hier. Es ist kein Geheimnis. Promis fliegen auf ihn. Kannst du das bestätigen? 1000%. Auf einmal bringt John Cena seine Kollegin zum Schweigen. Auf die charmanteste Art, wie man jemanden zum Schweigen bringen kann. Kannst du den Menschen, die nicht jeden Tag Zeit mit ihm verbringen, verständlich machen, wie nett er ist? Er weiß einfach immer genau... Sabotage. Nein, gar nicht. Wie soll ich das erklären? Lass uns für eine Sekunde kurz innehalten. Noch nicht fertig? Noch nicht fertig? Ich höre dich. Ich verstehe dich. Dankeschön. So, heute sind nur wir beide hier. Jetzt kann ich die Frage nochmal stellen, ohne ihn. Er ist zu Recht sehr, sehr nett, ein echter Gentleman und sehr rücksichtsvoll. Er kann nicht so nett sein. Einer meiner Freunde ist ein wirklich großer Wrestling-Fan und er hat sich einfach Zeit genommen und mit ihm geplaudert. Das war so süß. Und ich dachte, du bist einfach wundervoll, nicht wahr? Sowas ist ein echter Gentleman, wenn sich jemand Zeit für uns nimmt. Ganz genau. Und eins wollen wir nicht unerwähnt lassen. Der 46-Jährige ist Teil der Make-A-Wish Foundation, die Herzenswünsche von schwerstkranken Kindern erfüllt, wie zum Beispiel ein Besuch beim Präsidenten. Seit mehr als 20 Jahren ist John dabei. Er hat den Rekord gebrochen und mehr als 650 Kindern ihren Herzenswunsch erfüllt. Für mich ist es die Kraft der Hoffnung. Hoffnung geben ist etwas Wunderbares. Es bereitet vielen Menschen Freude. Und ich bekomme Zuversicht, wenn ich Menschen sehe, die sich schwierigen Herausforderungen stellen. Und sie dann glücklich zu sehen, voller Freude. Die Kraft der Hoffnung ist etwas Besonderes. Deshalb mache ich bei Make-A-Wish mit und danke der Nachfrage. Sich Zeit nehmen für den anderen und Hoffnung geben, das ist sein Geheimnis. Und regelmäßig duschen, jawohl. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.